meine Lieben, willkommen zurück zu meinem Kanal, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich bin Jessie und ich freue mich sehr auf das heutige Video, weil ich heute, ja, über die drei Bücher sprechen will, die ich in den letzten Wochen gelesen habe, die mich besonders überrascht haben, die mich besonders beeinflusst haben, von denen ich vielleicht nicht unbedingt gedacht habe, dass sie so gut sind, wie sie wirklich sind und die, in welcher Punktezahl man auch immer denkt, also in Sternen oder in Punkten, für mich wirklich die volle Punktzahl oder Sterneanzahl bekommen haben und von denen ich euch einfach erzählen möchte. Das sind drei ganz, ganz unterschiedliche Bücher. Wir haben einmal eine Art Biografie, dann würde ich fast sagen ein Sachbuch und dann ein Roman. Also es ist auf jeden Fall sehr viele unterschiedliche Bücher dabei, die mich auch auf unterschiedliche Art und Weise geprägt haben und von denen ich euch jetzt erzählen möchte. Lass uns anfangen mit dem ersten Buch, und zwar ist es ein Buch, das ich gestern Abend beendet habe. Ich bin so bei Büchern und auch bei Serien tatsächlich, ich weiß auch nicht, wenn ihr das habt, dann sagt mir bitte, bitte, ob ihr auch so seid. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn ich irgendwas besonders liebe, dann beende ich es einfach nicht. Bei Trilogien oder sowas, bei Büchern lasse ich dann immer den letzten Teil raus, oder bei Serien gucke ich einfach die letzten 5 Folgen nicht oder so, weil ich sie mir aufhebe für irgendwann, weil ich einfach nicht will, dass es aufhört. Also teilweise sogar meine allerlieblingsserie habe ich lange Zeit nie fertig geschaut und einfach immer von vorne angefangen, weil ich so Angst hatte, dass das Ende nicht gut wird. Es war dann gut. Aber ja, bei diesem Buch war es genauso. Ich hätte es eigentlich schon früher fertig lesen können, aber ich wollte mir auch diese letzten Szenen, diese letzten Minuten mit dem Buch einfach aufheben, weil es war für mich wirklich ein absolutes Goldstück, ein Prachtstück, und ich wünschte, es gäbe mehr Bücher dieser Art. Es hat mich einfach umgehauen, und zwar ist es das Buch Die Liste von Buck Storms und Bill Perkins. Und dieses Buch ist ein Buch, wie es für mich geschrieben ist. Also ich liebe Bücher, die in Israel spielen, zur Zeit Jesu oder kurz danach. Einfach Bücher, die sich mit diesem Land, mit dieser Welt von damals auseinandersetzen und mir diese Dinge einfach näher bringen. Mich jetzt als Laie 2000 Jahre später, bei denen ich manchmal auch keinen Zugang dazu habe. Also ich liebe generell Bücher, die in dieser Zeit spielen, und dann ist es für mich auch immer wichtig bei Büchern, und was sie für mich dann auch zu 5 Sternen oder 10 Sternen oder wie auch immer macht, also zu wirklich Top-Top-Tier-Büchern, wenn die Sprache einfach gut ist. Ich lese sehr gerne und ich lese sehr viel, aber immer wieder passiert es, dass ich mir bei Büchern denke, die Geschichte war gut, die Story war interessant, aber der Schreibstil, der war einfach so austauschbar. Und ein Buch ist für mich wirklich perfekt, wenn auch der Schreibstil mich reizt, wenn mein Gehirn irgendwie anfängt zu tanzen, wenn ich einfach merke, wow, wie das jetzt beschrieben wurde, wie dieser Mensch auch porträtiert wird in dem Buch, das ist einfach herausragend. Und in diesem Buch ist es der Fall, dass nicht nur die Geschichte wunderbar ist, sondern auch der Schreibstil. Und die Geschichte ist die folgende. Es ist eine fiktive Erzählung und hat im Mittelpunkt Josef von Arimathea und Nikodemus. Das sind zwei Geschichten aus der Bibel, die es wirklich gab, die Jesus begegnet sind auf die eine oder andere Weise und die ja eigentlich aus einer Reihe kommen oder eine Art von Mensch sind, die ganz stark gegen Jesus waren. Und zwar ist Nikodemus Pharisäer und Josef ist Sadduzäer. Falls ihr nicht genau wisst, was es ist, sie waren Teil des jüdischen Sanhedrins, also Teil der jüdischen Machthaber sozusagen, der religiösen Machthaber von damals. Ja, kommen so ein bisschen selbst Jesus auf die Spur. Das Buch heißt Die Liste, weil Nikodemus in dem Buch anfängt, darüber nachzudenken, Jeschua, also Jesus, könnte er vielleicht der sein, der behauptet zu sein. Und daraufhin fertigt Nikodemus nach und nach eine Liste an. Eine Liste, die sich mit den messianischen Prophezeiungen beschäftigt, die es im Alten Testament schon gab, die sehr, sehr stark ins Detail gehen, wie denn der Messias, der Erlöser der Welt, der Erlöser Israels, wirklich sein wird, wann er kommen wird, was er vollbringen wird, was er erfüllen muss, damit er wirklich der Messias ist. Und da gehen sie eben Jeschua in diesem Buch, also Jesus, auf die Spur, und das ist so, so gut gemacht, weil es ist fiktiv natürlich. Wir kennen Nikodemus und Josef jetzt nur in ganz, ganz kleinen Teilen, aber oft ist es so, dass die Bibel eben nicht sehr viel ausschmücken kann, weil sonst wäre sie unendlich lang, und diese Bücher helfen einem, aus Josef und aus Nikodemus echte Menschen zu machen, wenn ihr versteht, was ich meine, und uns die Welt und die Leute dort einfach lebendiger erscheinen zu lassen. Und was dieses Buch auch wunderbar gemacht hat, Jesus ist so herzzerreißend menschlich in diesem Buch und so herzzerreißend echt, dass ich manchmal wirklich so bedrückt war oder so, oh, das ist mir so, so nah gegangen. Also dieses Buch ist nicht nur ein wunderbares Zeugnis, dass Jesus wirklich der ist, der er ist, ist nicht nur eine wunderbare Lehre, wie die Menschen damals waren und warum sich die Pharisäer oder das Volk damals so verhalten hat, wie sie es verhalten hat, sondern auch ein wunderbares Zeugnis von
von Gott als Mensch auf der Erde. Und das geht einem so nah, wenn man das liest. Das ist wirklich Wahnsinn. Und ich finde das Buch einfach... Manchmal liest man ja die Bibel und denkt sich, boah, die Leute, gell, damals, die waren so blöd. Wie konnten die Jesus nur so verurteilen? Wie konnten die es nicht checken, dass Jesus der Messias ist? Er hat doch so viele Sachen erfüllt. Wenn ihr diese Person seid, lest dieses Buch. Die Menschen hier sind so vielschichtig, so wunderbar geschrieben. Ich kann wirklich nur Gutes sagen. Ich könnte 2 Stunden über dieses Buch raven. Es ist wirklich wahnsinnig gut. Und nicht nur die Geschichte, nicht nur die Storyline, nicht nur der Hintergrund, sondern auch die Schreibweise ist für mich Top-Tier, Sahnehäubchen mit einer Kirsche obendrauf. Wirklich eine Wonne zu lesen. Und das Wunderbare ist, im März kommt der zweite Teil raus. Der zweite Teil wird heißen Das Licht. Der kommt im März 2023 bei CV Verlag raus, Christliche Verlagsgesellschaft, von denen ist auch dieses Buch. Und ich könnte mich nicht mehr freuen. Ich habe so Bock drauf. Es ist eine Wonne zu lesen und es ist nicht mein aller Lieblingsbuch. Das ist immer noch Ben Hur, aber es ist mein Nummer 2 Lieblingsbuch. Also es ist so gut. Das zweite Buch, das ich in den letzten Wochen gelesen habe, ist ein Buch, das mich auch sehr berührt hat, sehr bewegt hat, sehr verändert hat und auch ein Buch ist, das ich nochmal lesen muss, um wirklich alles, was es beinhaltet, zu graspen, also irgendwie alles so nochmal aufzunehmen, weil manchmal ist es ja so, wenn man ein Buch das erste Mal liest, versteht man die Dinge schon, aber glaube ich noch nicht so tiefgehend. Und dieses Buch ist eine Wahnsinnsbiografie von einem Menschen, der so ehrlich ist. Ich habe noch nie so eine ehrliche Biografie gelesen. Und zwar ist das dieses Buch Night Driver von Chad Bird. Es ist relativ unscheinbar, es ist ein sehr dünnes Buch. Ich habe von Chad Bird selbst noch nie was gehört. Aber diese Geschichte hat mich fasziniert, bevor ich sie gelesen habe und nachdem ich sie gelesen habe, noch viel, viel mehr. Und zwar steht hier vorne Prediger, Ehebrecher, Begnadigter, meine Geschichte. Und Chad Bird ist nicht nur irgendjemand, der Mist gebaut hat im Leben und dann mit Gott zurückgefunden hat, sondern jemand, der erstens sehr, sehr großen Mist gebaut hat und zweitens schon vorher eine sehr, sehr starke und innige Beziehung zu Gott hatte. Und zwar war Chad Bird ja Theologe. Er war jüngstes Mitglied in seiner Fakultät für das Alte Testament. Er war Dozent. Er hat sich von vorne bis hinten mit dem Alten Testament mit Gott beschäftigt und hat auch in diesem Buch, merkt man immer wieder, enormes Wissen einfach. Aber er spricht hier nie wirklich über lehrreiche Theologie. Es ist kein Lehrbuch, es ist immer noch eine Biografie. Aber eben geschrieben von einer Person, die anders hadert und die sich andere Fragen stellt. Und ich muss sagen, diese Biografie war so ehrlich. Also er nimmt kein Blatt vor den Mund. Er hat wirklich viele Dinge erlebt. Er hat, seine Frau betrogen, war dann in Sümpfen des Alkohols, wollte sich das Leben nehmen, hat ganz, ganz, ganz viele offene Wunden gehabt, die er auch immer wieder weiter aufgerissen hat selbst. Also es ist jetzt auch nicht irgendwie linear, dass es von unten nach oben geht, sondern es ist wirklich ein Buch, ich habe manchmal Gänsehaut bekommen, weil er sich so ehrlich mit seinem Zweifel, mit Gott, mit seinem Leben und mit der Asche, die vor ihm lag, auseinandergesetzt hat. Und wirklich das mit so einer theologischen Gewalt oder mit so einer Intelligenz, dass es mich echt hat staunen lassen. Und zwar irgendwann, er schreibt viel von seinem eigenen Leben und irgendwann verwandelt sich diese Biografie fast in so ein, ein Gedankenexperiment oder eher. Er geht von sich selbst dann irgendwann weg, erzählt natürlich immer noch von seinen eigenen Erfahrungen, aber spricht dann auch ganz viel über einfach, wie geht man auch mit Menschen um, die ganz tief unten sind? Wie geht man mit Menschen um, die vielleicht, wie in seinem Fall, bekannte Christen sind und die dann versagen? Was ist Versagen überhaupt? Was macht es mit uns als Christen? Wie reagiert Jesus auf das Versagen? Und all so Dinge. Es ist wirklich ein Buch, das so, so wertvoll ist und wie gesagt, eine Biografie, die so offen, so ehrlich geschrieben ist, dass es mich echt berührt hat und dass ich dachte, danke, dass du so ehrlich bist, Chad, danke, dass du dir keine Sorgen machst, dass Leute über dich denken könnten, sondern dass du ganz genau weißt, dass es wichtig ist, dass du deine Story erzählst. Es ist wirklich gut. Es ist kein Larifari-Zauber-Glitzer-Buch, so, oh, ich war unten und Gott hat mir geholfen, sondern er beschäftigt sich wirklich mit den Tiefen seiner Seele und es hat mich sehr berührt und ich würde es am liebsten nochmal lesen. Es war ein bisschen heavy natürlich, aber es ist auf jeden Fall eine Biografie, bei der ich denke, dass sie vielleicht ein bisschen untergegangen ist. Ich habe noch nicht so viel davon gehört, von anderen Leuten oder auch irgendwie online gesehen, aber ich will es euch unbedingt empfehlen. Ihr fragt mich immer wieder nach Biografien und ich muss echt sagen, dass dieses Buch für mich nochmal ganz, ganz, ganz oben war und ich bin so glücklich, es gelesen zu haben. Eine ganz, ganz große Empfehlung. Ja, und das dritte Buch, es war noch nicht genug, ich habe noch nicht genug Knaller gelesen, ist ein Buch, das sich mit was beschäftigt, das mich sehr interessiert, das auch
relativ modern, sage ich jetzt einfach mal, ist oder ein Thema, das immer mehr Leute auch in den Vordergrund ihres Lebens stellen und ein Buch, das mich auch wieder sehr, sehr überrascht hat. Und zwar geht es hier um das Buch Weniger von Kerstin Wendel und dieses Buch habe ich immer mal wieder gesehen und hat mich auch sehr interessiert, aber irgendwie habe ich gedacht, okay, es ist vielleicht einfach ein Buch über Minimalismus, also über einfach weniger Besitz haben und beschäftigt sich vielleicht viel mit diesem Thema. Und es war mir nie so klar, dass dieses Buch eigentlich viel, viel, viel mehr beinhaltet. Und zwar geht es auch um weniger Besitzen, aber das ist wirklich ein absoluter Bruchteil dieses Buchs. Eigentlich geht es vielmehr darum, wie können wir weniger haben und dann in das Gute, das Gott uns gegeben hat, sozusagen uns fast so reinstürzen. Also dieses Buch hat in mir ganz, ganz viele Gefühle oder so Situationen geweckt sozusagen. Es hat sich angefühlt wie so eine ganz, ganz wunderbare heiße Tasse Tee und eine Kuscheldecke oder irgendwie warmer Vanillepudding oder sowas. Vielleicht hört sich das jetzt bekloppt an, aber es hat mich einfach in so eine wohlige Wärme gepackt, weil die Dinge, die Kerstin sagt, sind so wahr und so richtig. Und liegen teilweise so, die sind so offensichtlich, aber manchmal müllt unser ganzes Leben, unsere Gedanken, unser Umfeld und auch wir selbst uns so zu, dass wir gar nicht auf diese Kerngedanken sozusagen kommen und uns vor allem auch gar nicht selbst erlauben, manchmal gute Dinge zu genießen. Es geht in diesem Buch ganz, ganz viel um das Genießen aus Gottes Hand und ich finde das Thema sehr, sehr spannend und sehr wichtig, weil manchmal denkt man so, okay, ich bete jetzt für irgendwas und wenn es dann wirklich passiert, wenn Gott mein Gebet erhört, dann sträube ich mich, das anzunehmen. Dann denke ich so, warte mal, irgendwo ist doch ein Haken, wo ist die Hintertür, wo kommt jetzt das Surprise, doch nicht. Warum denken wir so? Warum nehmen wir nicht diese guten Dinge an, die Gott uns gegeben hat? Warum fokussieren wir uns nicht auf das Wichtige, auf die Liebe, auf die Mitmenschen, auf unseren Glauben, auf Jesus Christus? Warum haben wir das Gefühl, dass wir irgendwie immer nicht genügend sind? Also es geht in diesem Buch um ganz, ganz viele verschiedene Themen und einfach vor allem dieser Blick in unserem Hier und Jetzt nach oben. Was gibt uns Gott? Dieses Unvergängliche, diese Liebe und diese Gnade, die er mit uns hat. Und dieses Buch ist wirklich so schön. Ich will es unbedingt nochmal lesen. Vielleicht werde ich es sogar im Dezember nochmal schaffen, weil ich jetzt dieses Mal einfach mich voll auf die Reading Experience auch eingelassen habe. Ich habe mir nichts markiert. Ich habe gar keine einzige Annotation gemacht, was ja ungewohnt ist. Aber ich dachte einfach, ich möchte mich komplett jetzt in dieses Thema reinschmeißen, wie in so ein kalten Pool oder irgendwie so einfach mich total in diesem Thema wälzen sozusagen und dann beim zweiten Durchgang sozusagen meine Annotation machen. Also dieses Buch ist wirklich mehr, als man vielleicht denkt. Es geht nicht nur um Minimalismus, weniger haben, da gibt es jetzt auch schon einige christliche Bücher dazu, sondern um viel, viel, viel mehr. Um einfach, wie können wir uns auf das Wichtige als Christsein konzentrieren? Wie können wir dieses Leben, das Gott uns gibt, nicht immer nur mühevoll und mit gebeugtem Rücken und mit Schweiß irgendwie leben, sondern wie können wir Gott auch danken, wenn er uns was Gutes gibt? Also es ist wunderbar. Es geht auch um Verzicht, aber es geht nicht unbedingt nur um Verzicht, was Besitz angeht, sondern auch um Verzicht, sich vielleicht von gewissen Menschen im Leben trennen, die toxisch sind oder sich von gewissen Angewohnheiten trennen oder mal den eigenen Terminkalender aufräumen. Also es gibt auch viele praktische Tipps und das Schöne ist auch, dass sie immer wieder Gebete oder kleine, hier heißt es Achtsamkeitsübungen, immer wieder so kleine Fragen oder Anforderungen hat, Aufforderungen, dass man ja, vielleicht auch manchmal was reinschreibt, möchtest du dir eine Handyregel geben. Also es geht auch um ganz, ganz praktische Dinge, aber niemals mit erhobenem Zeigefinger und niemals mit diesem Schwarz-Weiß-Denken, sondern es ist wirklich so, dass Kerstin ganz, ganz klar einfach genießt und einfach das Gute, was Gott ihr gibt, annimmt. Und das finde ich sehr, sehr schön und ein super Buch. Ich bin gespannt, was sie vielleicht noch rausbringt, weil ihre Gedanken, ihre Schreibweise auch war sehr, sehr ehrlich, war ungewohnt manchmal, also es gab sehr, sehr viele einzelne Sätze, liest sich jetzt nicht wie ein Roman, aber es liest sich wirklich wie ein Gespräch. In einem normalen Gespräch macht man ja auch Sätze, Punkt, einen Satz und Punkt und spricht jetzt nicht irgendwie 15 Zeilen einfach nur am Stück. Und das war in diesem Buch auch ganz besonders, hat sich auch angefühlt, als ob man ihr einfach gegenüber sitzt und sie einem einfach liebevoll und gutmütig was weitergibt. Also für mich ein sehr, sehr besonderes Buch, das ich euch wirklich sehr empfehlen kann. Egal, wo ihr steht im Leben, egal, was euch gerade wichtig ist, womit ihr euch beschäftigt, ihr könnt auf jeden Fall von gewissen Dingen weniger vertragen und dieses Buch zeigt euch, was diese Dinge sind und wie ihr es vor allem auch machen könnt. Und ja, das waren jetzt die drei Bücher, die ich in den letzten Wochen gelesen habe, von denen ich euch unbedingt erzählen möchte. Ich hoffe, dieses Videoformat findet ihr interessant. Das ist nicht immer nur einzelne Rezensionen, sondern auch einfach Bücher,
ja, die ich gelesen habe, dass ich auch über alle Bücher sprechen kann. Manchmal lese ich Bücher, die dann zu einem gewissen Thema passen, aber die ich dann irgendwie erst ein halbes Jahr später vorstelle. Also ich habe gedacht, das ist vielleicht eine ganz sinnvolle Art und Weise, euch auch einfach live oder sehr, sehr nah am Geschehen erzählen zu können, was wirklich, was meine Gedanken sind zu den Büchern, wie ich die Bücher fand. Und hier sind es jetzt wirklich dreimal einfach top, top, top Bücher, die mir so gut gefallen haben, die ich jedem sofort geben, schenken und empfehlen würde. Von daher schaut euch die Bücher gerne an. Ich verlinke sie euch immer in meiner Infobox unten. Macht euch ein eigenes Bild, aber ich kann die euch wirklich sehr, sehr empfehlen. Und ja, abonniert sehr gerne meinen Kanal. Ich habe sehr, sehr coole Videos geplant. Es gibt jetzt so langsam, kommt die Cozy Season. Also ich werde jetzt auch ein paar Winter- und Weihnachtsthematisierte Videos drehen. Vielleicht auch ein Giftguide. Wenn ihr Interesse habt, schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Ich habe letztes Jahr einen Zweiteiler daraus gemacht, einen ganz, ganz großen Giftguide. Also wenn man Menschen Bücher schenken möchte, aber nicht genau weiß, welche Bücher zu diesen Menschen passen, dann ja, schreibe ich sehr, sehr gerne Abhilfe. Könnt ihr mir schreiben, ob ihr wieder Interesse daran habt. Und ansonsten seid sehr gerne dabei, auch beim Buchclub. Alle Informationen sind immer in der Infobox unten. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Tschüss!